Ja, einer der vielen Vorteile, die Sie haben, wenn Sie bei annonce.de registrierter Kunde sind oder Kundin, ist zum Beispiel das bequeme Suchen und Finden und Speichern von Anzeigen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, Sie suchen eine Wohnung, wissen noch nicht genau, was Sie da möchten, suchen sich zunächst mal, schauen Sie sich um, was wir im Moment in der aktuellen Ausgabe haben. Und da haben Sie eine ganze Menge. Wenn Sie auf die Anzeigen gehen, fällt Ihnen auf, dass das immer so blau hinterlegt wird. Und das hat was mit dem Notizblock zu tun. Denn Sie brauchen sich nicht unbequemerweise jetzt auch noch von der Webseite irgendetwas abschreiben. Das machen wir für Sie. Sie sehen hier zum Beispiel eine sehr attraktive Wohnung, 90 Quadratmeter in Aachen. Und wenn Sie jetzt genau hinschauen, ah, jetzt hat sich hier was getan. Hier ist nämlich jetzt etwas gespeichert worden. Und dann machen wir das gleiche ein bisschen weiter mit einer anderen Wohnung. Wir gehen jetzt hier mal davon aus, dass Sie in Aachen was suchen. Und da haben wir nochmal eine Dreizimmerwohnung, die auch nicht ungünstig ist. Und jetzt haben Sie Ihre Wohnungen und möchten in Ruhe später vielleicht die Leute anrufen, die da inseriert haben. Dann gehen Sie einfach auf den Notizblock. Klicken auf das Datum und Sie sehen hier sind Ihre Anzeigen, die Sie vorhin ausgewählt haben und jetzt wird es ganz interessant. Sie lassen das zum Beispiel offen, wenn Sie jetzt sofort anrufen möchten und haben mit demjenigen telefonieren, haben nur erfahren, dass der erst ab 16 Uhr erreichbar ist. Und dann können Sie sich hier eine Notiz machen und sagen, Vermieter ist erst ab 16 Uhr, na, 16 Uhr erreichbar. Dann speichern Sie sich die Notiz und sehen Sie hier, haben Sie direkt die Information. Und das Ganze können Sie dann natürlich bequem auch ausdrucken, dass Sie das unterwegs, wenn Sie vielleicht auf dem Weg zu einem der Wohnungen sind, nochmal benötigen, kein Computer notwendig, einfach ausdrucken und mitnehmen sozusagen. Kleines Feature, kaum zu sehen, hier links in der Ecke. Und wenn Sie es natürlich nicht mehr brauchen, das steht hier oben, können Sie natürlich auch diese Anzeigen wieder löschen. Und wenn Sie hier hinsehen, sind keine mehr da. Das ist der Notizblock.